Liebes Präsidium, liebe Schwestern und Brüder, kennen Sie das? Sie sind mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs, die Straße ist frei, die Fahrbahn trotz Frost nicht überfroren, Sie bewegen sich zügig, nur ein wenig oberhalb der empfohlenen 130 Kilometer pro Stunde, plötzlich, ohne Vorwarnung, eine Nebelwand. Sie sehen nichts mehr. Wer jetzt hektisch reagiert, voll auf die Bremsen geht oder sich zu ruckartigen Lenkbewegungen hinreißen lässt, verschärft seine Lage. In solch einer gefährlichen Situation heißt es, Ruhe bewahren. Behutsam Tempo raus, Spur halten und vorsichtig auf Sicht fahren. Am Ende dieser Legislatur und nach mehreren Finanzberichten von mir wissen Sie freilich, worauf ich hinaus will. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind nicht absehbar. Wir fahren seit dem ersten Lockdown auf Sicht und seit dem November-Lockdown ist die Sicht nicht besser geworden. Der Nebel hat sich noch nicht gelichtet. Unsere Reaktion darauf lässt sich mit dem eingangs beschriebenen Szenario vergleichen. Dankbar bin ich insbesondere dem Landeskirchenrat, dem Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode und natürlich auch dem Kollegium und den Mitarbeitenden im Finanzdezernat, dass wir Ihnen heute die beiden Nachträge zum Doppelhaushalt 2020-2021 mit der Drucksache 7.2 vorlegen können. Damit bleiben wir in der Spur und können Unvorhergesehenes meistern. Der Einbruch der Kirchensteuer begann im April mit einer anfangs nur deutlich geringeren Steigerung als in den Vormonaten des Vorjahres. Ab Mai drehte die Entwicklung dann insgesamt ins Minus. Aus der geringen Steigerung wurde ein Rückgang, der sich mit einem Ausreißer im August bei um die grob geschätzt 10% einpendelte. Im Verhältnis zum Vorjahr sind das bereits 3 Millionen Euro weniger und es folgen noch die drei einnahmestärksten Monate. In dieser Situation macht es wenig Sinn, die Verunsicherungen in den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden oder den Werken und Einrichtungen mit hektischen Sparbemühungen noch zu steigern. Es gab dort genug schwierige Entscheidungen zu treffen, um die Arbeit im Rahmen dessen, was möglich blieb, aufrechtzuerhalten, für die Menschen da zu sein und Dienste zu organisieren. Nein, diesen Weg sind wir in der EKM nicht gegangen. Das dürfte neben der sich sehr dichten Arbeit des Krisenstabs stabilisierend gewirkt haben. Möglich gemacht hat dies die risikoorientierte Finanzpolitik der letzten Jahre, die sowohl im Kollegium Landeskirchenrat als auch bei Ihnen in der Landessynode Unterstützung fand. In der Krise zahlt es sich buchstäblich aus, dass wir Vorsorge für eine solche Situation getroffen haben. Daher brauchen wir zumindest im Haushalt 2020 keine zusätzlichen Sparbemühungen. Das Finanzgesetz der EKM legt die Rücklagen, die Pflichtrücklagen fest. Die Ausgleichsrücklage ist eine solche Pflichtrücklage und hat den Zweck, für derartige Ereignisse Rückgänge bei der Kirchensteuer abzufedern. Wir haben ganz gut biblisch in den guten Jahren zugeführt. Im nächsten bzw. auch übernächsten Jahr greift hoffentlich eine schrittweise Erholung bei der Kirchensteuer. Damit ist es möglich, die Mindereinnahme mit einer Zuführung aus der Ausgleichsrücklage zu decken. Nach unserer Prognose werden bis zu 10 Millionen Euro allein für den möglichen Kirchensteuerausfall benötigt. Das ist ein hoher Betrag und wir werden ihn auch im Rahmen des Solidarpakts der EKD erklären müssen. Aber es ist systemgerecht. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Bundesregierung macht regelmäßig unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie dreimal im Jahr die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, nimmt sie in den Blick und macht eine Jahresprojektion. Die Frühjahrs- und Herbstprojektion bilden die Grundlage für die Schätzung des Steueraufkommens im Arbeitskreis Steuerschätzung.
Und danach orientieren sich dann wieder Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung für ihre Haushalte. Mit der Interimsprojektion, die jetzt eingeblendet sein müsste, gibt es eine Projektion außerhalb der Reihe. Sie dient als Grundlage für die Steuerschätzung vom September 2020. Grund, der Haushalt 2021 soll auf solide Beine gestellt werden. Und diese Projektion zeigt, wie drastisch der wirtschaftliche Einbruch war. Ein Rückgang im Bruttoinlandsprodukt von 5,8%, ein Rückgang der Exporte um 12,1%, ein Rückgang der privaten Konsumausgaben um 6,9%, 380.000 weniger Erwerbstätige gegenüber dem Vorjahr. Mittlerweile haben sich die Prognosen der Bundesregierung zwar leicht auf ein Minus von 5,5% verbessert. Die Wirtschaftsweisen haben in diesen Tagen einen Rückgang von 5,1% für 2020 vorausgesagt. Und wir haben jetzt eine Folie vorliegen, die vergleicht mal die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 2005 bis 2019. Sie sehen den drastischen Einbruch im Rahmen der Finanzkrise im Jahr 2009 und Sie sehen dann den Einbruch in diesem Pandemiejahr 2020. Deutlicher lässt sich die Vollbremsung der Wirtschaft nicht darstellen. Der Arbeitsmarkt, der von besonderem Interesse für uns ist, bestätigt die außerordentliche Dynamik des wirtschaftlichen Rückgangs. Diese Folie, Sie haben sie auch in OnDrive eingestellten schriftlichen Bericht, zeigt die Arbeitslosenzahl von 91 bis 2019. Und wir haben eigentlich einen stetigen Rückgang der Arbeitslosen seit der Finanzkrise 2008. Im Frühjahr 2020 änderte sich das deutlich. Besonders drastisch zeigt das die Entwicklung der Zahl der angezeigten Kurzarbeit im Frühsommer. Auch hier wieder ein Vergleich zur Finanzkrise 2009. Da waren es 3,3 Millionen angezeigte Kurzarbeiter und im Sommer 2020 dreimal so viel, nämlich 10,3 Millionen. Die Angezeigten sind natürlich noch nicht die tatsächlich in Kurzarbeit befindlichen, aber auch hier zeigen die absoluten Zahlen die Dramatik der Situation. Ich habe sie in dieser schönen Form bis Juli. Sie sehen von Mai 7,3 Millionen Menschen bis Juli 5,6 Millionen Menschen. Da ging es also zurück. Das sind aber die tatsächlichen Kurzarbeiter. Und dann sehen Sie einen kleinen Ball unten, der kein Ball, sondern ein schmaler Strich ist. Und das ist 2019. Im Jahr 2019 hatten wir insgesamt 145.300 Kurzarbeiter. Aus beiden ist gut ablesbar, dass eine rasche Erholung wohl nicht zu erwarten ist. Zu diesen Zahlen müssen wir die Fülle von Aussagen von Unternehmen zur Kenntnis nehmen, die den Abbau von Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen angekündigt haben. Und das in Größenordnungen, die den Ernst der Situation verdeutlichen. Um es mit dem Kirchenvater Augustinus zu sagen, nichts ist gewiss, es sei denn, dass nichts gewiss ist. Das Pandemiegeschehen ist kaum vorhersehbar. Ebenso wann genau und in welcher Qualität ein Impfstoff für alle zur Verfügung steht. Und schließlich hängt die Situation ganz besonders auch von der Solidarität und Disziplin der Menschen ab. Wenn man jetzt denkt, na gut, die Wirtschaftsinstitute, die werden es doch ein bisschen genauer wissen, da habe ich mal eine Darstellung, die Ihnen jetzt auch eingeblendet wird. Dort sieht man, wie groß die Spreizung ist, die die Wirtschaftsinstitute voraussagen. Der Konsens der Wirtschaftsweisen liegt bei 5,1% Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Wir, wenn es schon die Fachleute nicht so genau sagen, die Entwicklung nur aufmerksam verfolgen und mit Szenarien vorsichtig planen und vorsichtig auf Sicht fahren. Kirchensteuerentwicklung und Prognose. Diese Tabelle, diese Folie, diese Grafik kennen Sie. Die nominale Kirchensteuer mit der schwarzen Linie,
die preisbereinigte Kirchensteuer mit der roten Linie, dazwischen die Gemeinde, und das sind die Zahlen für die EKD. Und auch hier ist der Einbruch EKD-weit sehr drastisch. In der EKM verlief der Rückgang etwas langsamer, was wohl an der geringeren Zahl an Arbeitsplätzen in den absoluten Boombranchen Industrie, Export, Automobil liegen mag. Betrachten wir die Entwicklung der Kirchenlohnsteuer und Kircheneinkommenssteuer in der EKM. Die erste Folie, Kirchenlohnsteuer, das sah bis April noch ganz gut aus. Dann färbten sich die Zahlen rot ein. Bei der Kircheneinkommenssteuer ging es im Januar rot los. Das ist nicht ungewöhnlich, aber es blieb dabei mit zwei Ausreißern im März und im August. Mittlerweile liegen wir bei der Kircheneinkommenssteuer um 9% im Minus. Nimmt man beide zusammen, sehen wir, dass wir bei knapp minus 3% liegen. Für welche Planungsgrundlage haben wir uns angesichts dieser Entwicklung entschieden? Für das laufende Jahr 2020 stützen wir uns auf ein von Vorsicht geprägtes mittleres Szenario. Das ist das grün unterlegte. Danach wird ein Kirchensteuerrückgang von 10% vorausgesetzt. Hintergrund ist das kirchensteuerstarke letzte Quartal 2020, in dem noch größere Einbrüche der Kirchensteuereinnahmen zu befürchten sind. Das ist immer unsere ertragreichste Zeit. Das hätte zur Folge, dass eine Deckungslücke in Höhe von 9,85 Millionen Euro entsteht und die Plansumme ohne Unterstützungsmaßnahmen um 4,75% im Vergleich zur ursprünglichen Planung sinken würde. Für 2021, das nächste Jahr, planen wir wieder mit einem Kirchensteuerrückgang im Umfang von 10%, haben aber die Hoffnung, dass dieser geringer ausfällt. Auch hier wieder das grün unterlegte. Für 2021 würde die zu finanzierende Deckungslücke dann bei 7,7 Millionen Euro liegen und die Plansumme ohne Unterstützungsmaßnahmen um 3,76% gegenüber der Planung im Doppelhaushalt sinken. Spürbar hilft uns dabei der um 2 Millionen Euro im Vergleich zur ursprünglichen Planung für 2021 gestiegene Finanzausgleich der EKD, der, das muss ich hinzufügen, nicht auf Dauer gestellt ist. Die Diskussion habe ich hoffentlich in den letzten Jahren auch immer wieder vermitteln können. Kommen wir zum Nachtragshaushalt. Der Nachtragshaushalt 2020. Kein Haushaltsverantwortlicher wünscht sich eine solche Entwicklung. Noch dazu während des ersten Doppelhaushalts in unserer Landeskirche. Aber es hilft nichts, wir müssen damit umgehen. Was waren für das Kollegium, den Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode und den Landeskirchenrat die leitenden, die entscheidenden Gesichtspunkte für die Nachträge? Erstens, es sollte Planungssicherheit und Stabilität gemäß Finanzgesetz für die kirchlichen Ebenen, insbesondere die Ebene der Kirchenkreise und Kirchengemeinden, gewährleistet werden. Zweitens, genauso gewährleistet werden sollte die im Doppelhaushalt vorgesehene Vorsorge bei Versorgung und Beihilfe. Die Niedrigzinspolitik, die läuft weiter und wird nach all den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen wohl auf ewig so weiterlaufen. Drittens, die subsidiäre Existenzsicherung für Tagungshäuser und vergleichbare Begegnungsstätten der EKM und von solchen anderer Träger im Umfeld der EKM, ein kleiner Rettungsschirm für den Grundbetrieb, war ein nächster Gesichtspunkt, den wir versuchen, mit dem Nachtragshaushalt umzusetzen. Und viertens, wir wollten für diese Notsituation die vom Finanzgesetz vorgeschriebene Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der Ausfälle einsetzen und die Nachsteuerung dann im Rahmen eines Nachs vornehmen.
derartige Schwerpunktsetzungen sind möglich, weil die Ausgleichsgrundlage der EKR gibt. Sie wurde in den vergangenen Jahren noch nie eingesetzt, weil sie eine echte Krisenrücklage ist. Sie ist für genau solche Krisensituationen vorgesehen. In einer solchen Krisensituation befinden wir uns jetzt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erleichterte die Entscheidung. Aber wir hätten sie auch einsetzen müssen, wenn sie nicht so gut gefüllt wäre. Und wenn wir uns die Folie jetzt mal anschauen, auf Seite 16 oben, die gerade eingeblendet wird, da sehen Sie, wie sich die Ausgleichsrücklage gemäß entwickelt hätte. Sie wissen, dass wir keine Zuführungen vorgesehen haben, aber der Zinsertrag natürlich in dieser Rücklage angespart wird. Zur Deckung des Nachtragshaushalts 2020 soll ein Betrag in Höhe von bis zu 14.850.000 Euro entnommen und zum Ausgleich der Mindereinnahmen und zur Sicherung des Bestands der allgemeinen Rücklage eingesetzt werden. Und dann sieht die Entwicklung etwas anders aus als auf der Folie eben. Wir werden dann am 31.12.2021 mit dieser Entnahme, die Sie hier sehen können, rot dargestellt, weil Minus Entnahme, liegen wir dann bei einem Bestand von knapp 149 Millionen Euro in dieser Rücklage. Das ist also immer noch ausreichend, um die Risikotragfähigkeit der EKM sicherzustellen. Der Nachtragshaushalt 2020 sieht dann wie folgt aus. Einnahmeseitig ist der angenommene Kirchensteuerrückgang um 10% umgesetzt, verteilt auf die einzelnen Kirchensteuerarten. Dies wirkt sich natürlich bei den Ausgaben unmittelbar auf die Erstattung an die Finanzverwaltung der Länder für den Kirchensteuereinzug sowie die Zuführung zur Clearingrücklage aus, da beide Ausgaben von der Höhe der Kirchensteuereinnahmen abhängig sind. Details dann auch in der Fußnote im schriftlichen Bericht nachzulesen. Es folgen die angekündigte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sowie eine Anhebung der mit dem Haushaltsplan 2020 beschlossenen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 2.900.000 Euro zur Finanzierung der Corona-bedingten Mehrausgaben. Die in der Übersicht dargestellten Ausgabenhaushaltsstelle möchte ich noch kurz schlagwortartig erläutern. Ich verweise aber auf die schriftlich übersandten Erläuterungen, die etwas gründlicher ausformuliert sind. Erster Punkt, Tagungs- und Begegnungsstätten der EKM. Dort werden Umsatzausfälle im Umsatz von knapp 1,8 Millionen Euro als Worst-Case-Szenario beschrieben. Das auftritt trotz Corona-bedingter Kurzarbeit, trotz Corona-bedingter Schließung und vieler anderen Einschränkungen und dem Versuch, alles, was an Fördermitteln zu bekommen ist, an Ausfallfinanzierungen auch wirklich zu erhalten. Da waren die Tagungs- und Begegnungsstätten sehr aktiv. Stiftung Lutherhaus, auch hier gibt es Umsatzausfall, der mit 75.000 Euro prognostiziert wird. Und dann die Deckungsreserve, das sind diese Corona-Hilfen, unser kleiner Rettungsschirm als nachrangige Unterstützung unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips für Einrichtungen, die nicht in direkter Trägerschaft der Landeskirche, sondern beispielsweise eines Kirchenkreises oder eines Vereins im Umfeld unserer Landeskirche stehen. Und die Zuführung an die allgemeine Rücklage der EKM, das hat mehr technische Bedeutung. Wir wollen die Mehrausgaben, die 2020 und 2021 bedingt entstehen, über die allgemeine Rücklage abwickeln. Dazu wollen wir auf der Ausgleichsrücklage einen Betrag in Höhe von 5 Millionen entnehmen und in die allgemeine Rücklage einstellen. Und auch im Bereich der Verstärkungsmittel gibt es Corona-bedingten Mehraufbauausstattung.
Lizenzen für Videokonferenzsoftware, wir alle leben im Moment davon, Einrichtung mobiler Arbeitsplätze, Headsets etc. pp. Das ist mit 50.000 Euro veranschlagt. Da wir auf Sicht fahren, werden die Corona-bedingten Mehrausgaben, ich hatte es eben schon mal erwähnt, über die allgemeine Rücklage der EKM finanziert. Diese wurde schon immer für besondere Aufgaben, besonders für die mittlere Ebene eingesetzt, wie die folgende Übersicht zeigt. Sie sehen da die Stichworte Schulinvestitionsfonds, Reformationsjubiläum, aber auch Altersteilzeit für Kreiskirchenämter oder die Zuschüsse im Rahmen des besonderen EFRE-Programms in Sachsen-Anhalt. Aufgrund des Nachtragshaushalts wird die allgemeine Rücklage sich wie folgt entwickeln. Sie sehen die Folie. Wir haben am Ende 2021, wenn das alles in voller Höhe kommen sollte, einen Bestand in der allgemeinen Rücklage von 11,5 Millionen Euro. Noch ein Hinweis zur Abrechnung. Alles das, was nicht gebraucht wird, fließt wieder der allgemeinen Rücklage zu. Und damit komme ich zum Nachtragshaushalt 2021. Der Nachtragshaushalt, und da gehen wir anders vor, wird nicht wie 2020 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage finanziert. Natürlich bleibt es zunächst bei der Unterstützung der Tagungs- und Begegnungsstätten und der Einrichtungen, die nicht direkt in Trägerschaft der Landeskirche stehen. Deswegen diese Tabelle wieder. Da sehen Sie wieder die 2,85 Millionen Euro auf der Einnahmenseite und dann die Aufteilung, die ich eben gerade erläutert habe. Auf der Unsicherheiten wird es auch im Jahr 2021 geben. Deshalb fahren wir auch den Haushalt 2021 auf Sicht. Um dennoch nicht zu Getriebenen zu werden und gleichzeitig auch in den Gremien reaktionsfähig zu bleiben, sind keine Haushaltsansätze gestrichen worden. Ich wiederhole, es ist kein Haushaltsansatz gestrichen worden. Stattdessen sorgen Sperrvormerke an den entsprechenden Haushaltsstellen dafür, dass Positionen so lange gesperrt sind, bis der Landeskirchenrat diese gesperrten Positionen aufhebt. Die Gesamtübersicht über die Sperrvormerke haben Sie in der nächsten Folie. Ich gehe auf die einzelnen Teile ein und ich darf auch an dieser Stelle noch mal auf die schriftlich übersandten Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen Drucksache 7-3 verweisen. Wegen der guten wirtschaftlichen Situation zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts wurden der Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben, der Kreisanteil und der Gemeindeanteil für allgemeine Aufgaben mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet. Das kann angesichts der zu erwartenden Entwicklung für 2021 nicht beibehalten werden. Für 2021, für 2020 haben wir es beibehalten. Die einzige Ausnahme von dieser Regel betrifft die Aufstockung für die Kirchengemeinden im Umfang von 800.000 Euro. Diese und nur diese bleibt unangetastet und wird den Kirchengemeinden wie geplant in voller Höhe zur Verfügung gestellt. Ich finde, das ist ein wichtiges Signal. Die Übersicht über die Sperrvormerke zeigt, das ist dann die nächste Folie, dass alle Ebenen der EKM betroffen sind. Der Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben leistet rund 2,8 Millionen Euro und damit einen deutlichen Betrag. Die Details sehen Sie immer in den Haushalt. Sie sehen auch den gesperrten Ansatz für die Personalkosten der Bildungsdezernentin mit einer Summe von 133.800 Euro. Auch das darf mal gesagt werden. Das gilt auch für den kirchenkreisübergreifenden Anteil mit insgesamt 2,36 Millionen Euro, davon allein 1.500.000 Euro zulasten des Schulinvestitionsfonds. Der Beitrag der mittleren Ebene liegt mit rund 3,7 Millionen Euro für die Aufstattung der Baulastfonds.
den Kreisanteil für allgemeine Aufgaben und den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise leicht darüber, wobei der Löwenanteil hier auf den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise entfällt. Betrachten wir die prozentuale Verteilung der Sperrvermerke, entfallen auf den Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben 32%, der kirchenkreisübergreifende Anteil trägt 26% und die Kirchengemeinde und Kirchenkreise 42%. Trägt der Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben überproportional den Anteil von der Plansumme ausmacht, nämlich 20%. Wann wird über die Aufhebung der Sperrvermerke entschieden? Erst Ende 2021 werden sich die Zahlen so verdichten, dass belastbare Prognosen und Hochrechnungen bis zum Ende des Jahres möglich sind. Eine realistische Zeitschiene könnte dann so ausstehen, dass die Kirchensteuern des zweiten Quartals im Juli vorliegen. Da kann man dann schon mal ein bisschen stabilere Prognosen wagen. Es schließen sich dann die Gremienberatungen im August und September an 2021 und der Landeskirchenrat könnte in der Oktobersitzung 2021 mit der Aufhebung der Sperrvermerke befasst werden, falls die tatsächlichen Kirchensteuern dies nahelegen. Ausgleichsfonds für Kirchensteuern an diesem werden die Mittel übertragbar in das Jahr 2022 erklärt, um den Ausgleichsausschuss mit Plan zu stellen. Gerade in der Pandemie haben wir es deutlich gespürt. Die Finanzen sind weder der noch ihr allergrößtes Problem. Auch wenn wir jetzt davon sprechen dürfen, dass wir in den vergangenen Jahren einigermaßen solide gewirtschaftet haben, geht es um die Botschaft, die uns aufgetragen ist. Kirche lebt mit und von den die Menschen, die andere Krisen die Finanzen erschüttern. Wir müssen uns klar machen, hinter jedem Euro, der uns fehlt, steht ein Mensch, dessen Einkommen in diesem Jahr zumindest teilweise oder ganz weggefallen ist, verloren gegangen ist. Gemeinsam mit allen Betroffenen hoffen wir auf einen baldigen Aufschwung und stabilere Verhältnisse. Kirche ist immer und zuallererst Kirche für andere. So steht es in unserer Verfassung. Die Menschen, die von uns Engagement und Zuwendung, klare Botschaft und öffentliches Eintreten, konkrete Hilfe oder Trost erwarten, sind mehr als die Kirchensteuerzahler oder Gottesdienstbesucher. Gott sei Dank, dass sie uns treu bleiben. Es gibt viele Erwartungen an unsere Kirche. Diese gehen quer durch die Gesellschaft. Wahrnehmbar vor Ort aber sind die vielen Ehren- und Hauptamtlichen, die sich als Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusiker, Gemeindepädagogen, Diakone, Mitarbeitende in der Verwaltung engagieren oder in Gemeindekirchenräten, Kirchbauvereinen, Besuchsdienstler etc. der unzähligen Aufgaben von Kirche annehmen. Deren Arbeit ist weder mit Geld zu bezahlen noch mit solchem Aufwand. Trotzdem brauchen, ist klar. Aber Geld ist für unsere Kirche kein Geld, ist unterstützendes Mittel zum Zweck, soll ermöglichen. Mehr nicht, aber eben auch nicht weniger. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Bruder Große, für die Einbringung des Berichts. Das ist diesmal ein etwas anderer, als wir sonst so gewohnt waren in den letzten Jahren. Ich stelle